morgens 5:30 irgendwo in Deutschland. Ich werde jetzt eine wildfremde Person besuchen im Schlafzimmer und sie wecken. Das ist mein neues Hobby. So, so sieht das aus. Unser Team ist jetzt bereit und da oben schläft sie, diejenige, die wir überraschen. Wir haben jetzt 6 Uhr und wir werden jetzt in das Schlafzimmer von ihr gehen. So, Überraschung ist super gelaufen, müsst ihr euch vorstellen. So 6 Uhr, ich stehe bei euch im Schlafzimmer und die Angela schläft tief und fest. Na, wie war es für dich? Super. Ja, das höre ich selten. Es ist Sonntag und ich habe das gemacht, was man an einem Sonntag macht. Ich habe einen Carport gebaut oder besser gesagt einen Treckerport. Der ist nicht schön, aber er funktioniert und er ist nicht perfekt, aber er ist selbst gebaut. Und ich habe übrigens noch einen Tipp für alle, die auch einen Carport oder irgendwas bauen. Stellt euch vorher ein Bier kalt, damit ihr das hinterher trinken könnt. Das ist übrigens ein universeller Handwerkstipp von mir. Schönen Sonntag. Fängt das an. So schön ist nur ein Rollfeld in Dortmund. Geht's von Dortmund nach München. Schön. Ihr hört wahrscheinlich gar nichts, ne? Schatz hat mir Blumen mitgebracht. Ja. Selbst gepflückt und in Folie eingepackt. Du bist so romantisch. Ja, schöne Grüße hier aus dem Studio. Taff live. Wir sind wieder kurz vor der nächsten Moderation und mich haben gerade schon viele gefragt, was auf meinem T-Shirt steht. Da steht Equal Fiesta Siesta. Ach nee, stimmt gar nicht. Da steht Tequila Fiesta. Also, Tequila Fiesta Siesta. Das ist die Weisheit von Montag. Gestern hatte ich auch eine Weisheit am Sonntag. Ach, es läuft, Leute. Und jetzt haben wir gleich ein Thema für euch Frauen. Cellulite hier bei Taff. Ja, Frauen und Cellulite. Wir haben jetzt gerade das anmoderiert und gucken das jetzt hier. Also, hat nicht jeder irgendwie so ein bisschen Cellulite? Ja, oder? Natürlich. Also, ich habe bestimmt auch hier. Ich habe das. Ich werde heute abgeholt hier vom Sender nach der Sendung von einem Typen. Ey, Leute, guckt euch den Fahrer an. Hier. Euch ihn an, da steht er hier. Boah, wat ein Typ, ey. Hammertyp! Oh mein Gott. Oh, wow. Jetzt sind eigentlich schon alle da. Hier. Tom, Ellie Voltage, Jana, Rudi. Und wir fragen uns, Benji, wo bist du? Wir warten auf dich. Wo bist du? So, jetzt bin ich auch da und die alle haben Hunger. Aber ach so, er hier auch übrigens. Ja, gut, der hat andere Prioritäten gerade. Ja, wir haben gerade Styling-Besprechung. Das ist einer meiner Lieblingssongs heute. Also ganz wichtig. Meine Beratung ist da eigentlich am Rudi. Der ist nämlich immer nackt unterwegs. Gleich geht's wieder los. Taff! 17 Uhr, wer ist dabei? Wir haben wieder spannende Themen. Ich bin hier gerade noch bei den letzten Vorbereitungen. Und ja, dann geht's ab. Hat jemand Fragen, Anregungen oder Wünsche? Gut, meine Recherche ist gerade eher wieder privater Natur. Ich bin hier am Start und gucke mir so Side-by-Side-Quatsch an. Ziemlich abgefahren. Also braucht man nicht unbedingt, aber ich glaube, wenn man es hat, ist es schon ziemlich geil.
Ich hatte gerade eine Diskussion oder eine Unterhaltung mit jemandem. Könnt ihr eure Ohren anlegen? Denn ich kann meine Ohren anlegen. Ja, ich kann nicht viel, aber das kann ich. Wer kann es noch? Ich zeige euch das jetzt gleich. Also, aufgepasst, es ist der große Moment jetzt da. Ohren nicht angelegt. Ohren angelegt. Ohren nicht angelegt. Ohren angelegt. Ist das nicht krass? Ja, ich habe gerade gesagt, am Ende der Sendung, es sind keine Carsharing-Autos mehr da, hier in der Nähe von Unterföhring. Was heißt so, Carsharing? Denk mal drüber nach. Fahre ich halt mit der Bahn. So, jetzt warte ich auf die Bahn und hier ein kleiner Gruß an Jana. Die wartet zu Hause und vermisst mich wahrscheinlich schon schrecklich und weiß nicht, was sie ohne mich tun soll. Schatz, ich komme mit der Bahn ein bisschen später. Und alle, die gerade meine Brille kritisieren, ja, hallo, das ist Berufsbekleidung. Als Lude, Zuhälter hat man sowas halt. Zwei Job. So, sieht's aus. Deshalb muss ich ja jetzt auch los in die Stadt zum Bahnhof. Eigentlich super. Ich werde mal wieder gezwungen, Bahn zu fahren. Das mache ich viel zu selten, auch wenn ich schon oft Carsharing und so mache. Aber somit bin ich heute wieder als Green Rider unterwegs. Und dazu jetzt hier mal eine kleine Info. Ja, ich bin ja mal als Green Rider unterwegs für die Klima-Expo in Berlin. Und da könnt ihr gerade einen Greet gewinnen. Also wenn ihr Bock habt, mich zu treffen, dann macht da mit. Alle Infos hier jetzt einfach hochswipen und dann geht's los. Jetzt haben ganz viele wieder geschrieben, ja, Thore, was, du bist doch ganz oft mit dem Flieger, mit dem Auto und was weiß ich unterwegs, ja. Stimmt auch, manchmal geht es leider nicht anders, aber ich versuche mit gutem Vorbild voranzugehen, möglichst darauf zu achten, es nicht zu tun. So wie jetzt. Jetzt bin ich nämlich komplett klimaneutral unterwegs. Ich mache nämlich was, was noch besser ist als Bahnfahren und Carsharing und was weiß ich. Ich laufe. Ich laufe nach Hause und spare ein paar Kilometer wieder. Gut, ne? Ja, und wenn wir das alle tun, jeder so ein bisschen und jeder so, wie er kann, dann kommen wir einen großen Schritt voran. So, das war mein Wort zum Feierabend. Und jetzt geht's weiter nach Hause. Tschüss!